Was haben Anklam, Barth, Heringsdorf, Wolgast und Zinnowitz gemeinsam? Sie sind alle Spielorte der Vorpommerschen Landesbühne und das wird auch so bleiben. Grund für diese berechtigte Annahme ist ein Treffen der Vertreter der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen sowie der Geschäftsführer der Vorpommerschen Landesbühne. Im Zuge des Treffens am 21. September unterzeichneten die Beteiligten einen wichtigen und zukunftsweisenden Vertrag. Der Vertrag enthält zum Beispiel feste Zusagen für die Landesförderung und der kommunalen Partner für die nächsten 10 Jahre. Tarifliche Löhne, also dass das Lohnniveau deutlich verbessert wird. Einen Vertrag über mehrere Jahre gab es zuvor nicht, aber eigentlich ist es offensichtlich, dass ein solcher schon längst überfällig war. Vorher gab es immer nur jährliche Zuweisungen. Das heißt, es musste immer wieder jährlich mit allen Partnern neu über Zuweisungen diskutiert und verhandelt werden. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man so eine große, komplexe Einrichtung wie das Theater betreiben will. Und das ist der große Fortschritt, dass wir jetzt einen Vertrag haben, der die Regeln festschreibt, wie die Finanzierung für die nächsten 10 Jahre erfolgt. Dass sich innerhalb einer Dekade vieles ändern kann, findet bei den Inhalten des Kooperationsvertrages natürlich Berücksichtigung. Deswegen werden unter anderem im Jahr 2022 alle Zuschüsse um 2,5% erhöht, um eventuellen Preissteigerungen vorzubeugen. Dies freut auch den Theaterregisseur und Schulleiter der Vorpommerschen Landesbühne, Dr. Wolfgang Bordel. Was mich besonders froh und auch stolz macht, ist, dass wir heute hier mit so einer wirklich großen kommunalen Gruppe in die Zukunft schauen können, dass wir eine Geschäftsführung haben, die Zukunft abbilden kann. Neben Herrn Bordel und den Mitarbeitern der Vorpommerschen Landesbühne dürften sich auch die zahlreichen Besucher der Spielstätten über den Vertrag freuen. Von Anklam bis Zinnowitz, die zahlreichen Aufführungen und Veranstaltungen locken jedes Jahr eine Vielzahl von Kulturliebhabern an. Und das bleibt auch die kommenden 10 Jahre so.